Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine Rasenbewässerungsanlage von Hunter, die ich ja in diesem Jahr noch einmal kräftig erweitert habe, für den Winter fit mache, wie ich sie frostsicher bekomme, wie ich das Wasser aus den Leitungen bekomme. Hierzu nutze ich Druckluft und wie ich das Ganze umsetze, um euch vielleicht auch ein paar Ideen zu geben, seht ihr gleich, bleibt dran. Ja, Lieben, der Winter steht vor der Tür. Die ersten Frostnächte haben sich angekündigt. Es war Zeit, den Garten vollends vorzubereiten auf die kalte Jahreszeit. Der Pool ist eingewintert. Auch den Rasen habe ich soweit schon fertig gemacht, ebenso wie den Rasenroboter. Der ist auch schon im Keller. Die einzelnen Videos, wie ihr diese Geräte nach und nach winterfest bekommt, findet ihr natürlich in meinem Kanal. Heute geht es darum, dass ich meine Rasenbewässerungsanlage von Hunter auch für den Winter vorbereiten möchte. Die Anlage steht noch unter Wasser, das seht ihr hier anbei. Und wie ich das Wasser rausbekomme, schnell und effizient, das zeige ich euch hier im Video. Zunächst ein ganz kurzer Rückblick. Die Anlage, wie ihr sie hier seht, ist ja nur ein Teil. Insgesamt habe ich ja 18 Sprenger, 6 Kreise verbaut hier auf meinem Grundstück. Das ist der erste Teil. Nächstes Jahr soll es dann weitergehen. Und um das Wasser rauszubekommen, gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Eine einfache und effiziente Methode, so denn die Ventile auch dann wirklich funktionieren, ist es, wenn ihr dann einfach in die Wasserleitung bereits bei der Installation ein gewisses Gefälle einbaut, das auf die ganze Anlage eben auch stimmig passt und an dem tiefsten Punkt einen Wässerungsventil einbaut. Bei dieser Variante ist es so, jedes Mal, wenn die Bewässerungsanlage ihren Durchlauf fertig hat, wird das Wasser automatisch entwässert. Die Anlage steht praktisch leer und somit habt ihr überhaupt keine Probleme mit Frost im Winter. Nachteil an dieser Variante, zumindest meiner Meinung nach, ihr müsstet regelmäßig kontrollieren, ob diese Ventile auch funktionieren. Da habe ich schon einige schlimme Sachen gehört, dass diese Ventile eben nicht funktionieren, weil sie verstopft sind, weil da Sand, Erde, Dreck reingekommen ist, dass sie entweder permanent verschließen, sprich überhaupt nicht entwässern, oder eben permanent so weit offen sind, dass ihr unnützes Wasser vergeudet. Ich für meinen Teil habe einen anderen Weg gewählt. Ich mache Folgendes. Ich tue das Ganze hier mit Druckluft entleeren. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe hier einen Kompressor angeschlossen, der jetzt nach und nach aus den einzelnen Kreisen das Wasser herauspressen wird und das Ganze mittels sauberer Druckluft. Bevor ich euch die Details zeige, werde ich natürlich jetzt erst einmal das Wasser wieder abstellen. Ich habe jetzt hier speziell für das Video die Anlage nochmal laufen lassen. Ihr seht jetzt hier den ersten von meinen beiden Verteilerkästen. In dem Falle der erste Kreis, den schließe ich jetzt. Ihr seht, die Sprenger verschwinden wieder in der Erde. Und hier gibt es bereits einen ersten Hinweis. Und zwar an diesen einzelnen Schiebern hier würde schon die Möglichkeit bestehen, für jemanden, der jetzt im Nachhinein nicht mehr viel umbauen kann, die Adapter anzuschließen für einen Druckluftschlauch und dann könntet ihr über diesen Weg bereits Druckluft in das System einführen. Ich habe einen anderen Weg gewählt und zwar direkt an meiner Zuleitung, die seht ihr hier, habe ich einen Druckluftadapter eingebaut. Der erste Schritt, den ich hier vornehmen werde, ist natürlich hier abzustellen. Anschließend habe ich im Haus noch 2 weitere Ventile, die ich ebenfalls abstellen möchte. Und da bin ich auch bei einem wichtigen Hinweis, auf den ich aufmerksam gemacht wurde. Achtet darauf, dass wenn ihr jetzt hier Druckluft aufgebt, dass diese Druckluft natürlich nicht nur in die Bewässerungsanlage geleitet wird, um dort eben das Wasser herauszupressen, sondern die Druckluft sucht sich natürlich alle Wege, die da irgendwo möglich sind. Das heißt, die Druckluft kann auch über den Hausanschluss wieder in das Haus hinein. Und im schlimmsten Fall kann es sein, dass ihr vielleicht verdrecktes Wasser irgendwo in eurer Hausanlage weiterleitet, wenn ihr dort kein System drin habt oder wenigstens gute getrennte Wasserhähne. Achtet bitte darauf, was die örtlichen Wasserversorger dort vorschreiben, damit ihr im Nachgang keinen Ärger bekommt. Für die Entwässerung nutze ich einen elektrischen Kompressor. Der hat mir schon viele, viele gute Dienste geleistet. Der wird dann nach dieser Aktion auch nochmal kräftig geputzt und auch für den Winter vorbereitet. Bei diesem Gerät ist es so, dass ich den Druck, der ausgegeben werden kann, das seht ihr hier auf dieser Seite, kann ich regulieren. Ich werde den dann noch runterfahren auf 6 Bar. Das ist meine Empfehlung. Ja, sollte es nicht sein, um die Leitung selber nicht zu beschädigen. Sollte der Druck eben einfach nicht zu hoch sein.
Der Kompressor selber hat eine Abgabeleistung von knapp 400 Litern. Ob das wirklich rauskommt, kann ich nicht beurteilen, aber vom Tackern bis hin zum Malern hat er mir gute Dienste geleistet und speziell für diesen Bereich reicht auch dieser einfache Spiralschlauch aus. So viel Luft brauche ich im Endeffekt nicht, um die Anlage nach und nach zu entlüften. Im ersten Schritt werde ich jetzt den Kompressor erst einmal aufladen, werde den auf 6 Bar runterregeln und dann werde ich diesen Druckluftschlauch an das System anschließen. Der Druckluftschlauch ist angeschlossen, das Ventil lasse ich aber noch zu, weil ich zunächst die einzelnen Ventile hier, die ersten beiden Kreise, öffnen möchte. Das heißt, ich mache jetzt von Hand einfach eine gute Umdrehung, auch im zweiten Kreis eine gute Umdrehung. Wer meine Videos über den Sommer hinweg aufmerksam verfolgt hat, wird auch wissen, das dritte brauche ich jetzt nicht zu öffnen, weil dieser Kreis im Moment einfach nicht belegt ist. Und nun mache ich eins, ich werde das Ventil hier öffnen, die Luft strömt ein. So, speziell für das Video werde ich den Vorgang jetzt etwas abkürzen. Grundsätzlich lasse ich das Ganze jetzt hier so lange durchlaufen, bis dieses Blubbergeräusch aufhört. Das kann gut und gern 2-3 Minuten dauern und dann werden diese Ventile hier oben wieder geschlossen und ich gehe an meine zweite Box und dann wird dort ebenfalls die Ventile geöffnet und die Druckluft eingeblasen. Der ganze Vorgang dauert für meine 18 Ventile bzw. meine 6 Kreise, die ich hier habe, ungefähr 20 Minuten, wobei der Aufwand für mich persönlich gar nicht so groß ist, da ich ja nur nach und nach die Ventile öffne. Und was ihr da noch beachten solltet, das möchte ich auf keinen Fall verheimlichen, ist, der Kompressor, den ihr nutzt, sollte ein elektrischer sein oder zumindest solltet ihr einen Abscheider mit in die Druckluftleitung zwischenbauen, dass eben Ölfilme oder ähnliches, was sich in solchen Kompressoren, also in diesen Druckluftbehältern dann doch dann ansammelt, dieser Ölfilm würde ja über die Luftleitung mit in die Bewässerungsleitung hineingebracht werden. Das möchtet ihr natürlich nicht. Ihr wollt hier keinen Ölfilm auf eure schönen Rasen haben und unter Umweltaspekten möchte ich da gar nicht erst drüber reden. Deswegen unbedingt da einen Abscheider zwischenschalten, dass die Luft, die hier rauskommt, sauber ist. Es gibt ja auch kleine Kompressoren, die hier Handtaschen groß sind, das habe ich auch schon gesehen, die könnt ihr natürlich auch nutzen. Die Leistung ist bei diesen Kompressoren natürlich nicht ganz so hoch, das heißt, ihr könnt jetzt nicht mehrere Kreise auf einmal entleeren, sondern müsstet dann wirklich Stück für Stück die einzelnen Kreise freimachen. Und während der obere Kreis nach wie vor entlüftet wird, bin ich bereits zur zweiten Ventilbox vorgedrungen. Ich habe das Wasser zum Beispiel jetzt vom Wasserhahn und ähnliches bereits abgelassen. Darüber hinaus werde ich als nächstes dann diese Ventile hier unten öffnen. Dieser Bereich, das habt ihr eben gesehen, ist gut und gern einen Meter tiefer als oben dieser. Das heißt, auch hier werde ich nach und nach die Ventile öffnen. Jeweils mit einer guten Umdrehung. Und auch dieses hier. Anschließend kann ich dann zur ersten Ventilbox übergehen, dort die Ventile wieder schließen, denn die Leistung meines Kompressors reicht nicht aus, um wirklich alle 6 Kreise auf einmal zu entlüften. Vergesst beim Entwässern bitte nicht irgendwelche Leitungen. Ich habe ja hier ein separates Rohr noch liegen, weil ich meine Bewegungsanlage ja noch verlängern oder erweitern möchte. Hier habe ich jetzt das Endstück, die Blindkappe, einfach abgemacht. Auch hier
ist zwar leichtes Gefälle vorhanden, aber durch die Druckluft wird auch der letzte Rest des Wassers anstandslos herausgeblasen. Sobald diese Leitung leer ist, geht es natürlich dann zurück an den zweiten Verteilerkreis. So, ihr seht jetzt in meiner Box, hier hinten dieses Ventil geht an diese Leitung, die noch nicht verbaut ist, beziehungsweise noch nicht weiter angeschlossen ist, die jetzt einfach offen ist. Diese Leitung wird geschlossen, die nimmt natürlich die ganze Luft weg. Und nun sollte die Druckluft über diese vier Ventile auf die anderen vier Kreise gehen. Ihr seht, hier geht es schon los. Auch hier lasse ich das Ganze jetzt so lange laufen, bis eben kein Wasser mehr kommt. Anschließend werde ich nochmal zu der oberen Ventilbox gehen und dort das Ganze nochmal machen, falls sich dann irgendwelches Wasser vielleicht noch angesammelt hat, damit dieses eben nochmal ausgeblasen wird. So ihr Lieben, da bin ich auch schon fertig. Ich habe alle 6 Kreise, alle 18 Sprenger entleert. Die Druckluft hat das Wasser herausgesprüht, da kommt noch nicht mehr Nebel. Und in dem Zusammenhang kann ich mir sicher sein, dass da kein Wasser mehr drunter steht, was mir dann im Winter durch den Frost irgendwo die Leitung beschädigt. Was mache ich noch abschließend? Ganz klar, die Leitungen, die hier liegen, die Schieber, die bleiben alle offen über den Winter. Falls sich Kondenswasser oder ähnliches sammelt, dass das ablaufen kann. Auch die Regler hier in meinen Verteilerboxen, am Beispiel hier, lasse ich das offen. Auch diese Anschlussventile bleiben offen. Sollte sich Wasser sammeln, kann das in Ruhe nach unten weglaufen. Würde dann über dieses einzelne Leerrohr, was ihr vorhin gesehen habt, was da komplett noch nicht verbaut ist, eben dann in das Freie laufen. Auch die Ventile lasse ich eine halbe Umdrehung offen. Und in dem Zusammenhang habe ich das Ganze jetzt nun das zweite Mal praktiziert und muss sagen, nach dem ersten Winter, es war jetzt kein so strenger Winter, aber wir hatten auch Frost gehabt hier, definitiv Bodenfrost über mehrere Wochen. Ich habe keinerlei Probleme gehabt. Die Anlage ist im Frühjahr problemlos angesprungen. Das heißt, ich kann es euch wärmstens empfehlen, ans Herz legen. Denkt daran, den Steuerungscomputer noch außer Betrieb zu nehmen, nicht, dass dann da irgendwo noch was passiert. Ansonsten bin ich hier fertig. Kurz und knackig habe ich meine Rasenbewässerungsanlage entleert. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, über ein Abo noch viel mehr. Wenn ihr Fragen habt, Hinweise, Kritiken und ähnliches, nutzt die Kommentarfunktion und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao!